live aus dem Mediencenter. Hier ist Herbert Schalthoff. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Schalthoff-Live-Sendung. Heute erstmals aus unserem neuen Studio hier an der Roten Baumchaussee. Moral, das ist die Gesamtheit von ethischen und sittlichen Normen und Grundsätzen und Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Soweit die Definition. Wo aber verläuft diese Grenze in einer Gesellschaft, die weniger Moral als zentralen Wert betrachtet, sondern die Individualität? Für Aufsehen sorgte in den letzten Wochen der Fall des 39-jährigen CDU-Spitzenpolitikers in Schleswig-Holstein, Christian von Bötticher. Er verliebte sich nach eigener Schilderung in eine 16-Jährige, pflegte mit ihr eine intensive Beziehung. Und als ihm klar wurde, dass das einer erfolgreichen Spitzenkandidatur kaum zuträglich ist, stellte er fest, dass die Liebe wohl doch nicht so groß ist und beendete die Beziehung zugunsten seiner Karriere. Allerdings zu spät. Der politische Untergang war nicht mehr aufzuhalten. Obwohl er sich juristisch hatte nichts zu Schulden kommen lassen, war sein Privatleben zum Politikum geworden. Die Frage, wie moralisch Politiker sein müssen und ob für sie besondere Regeln gelten, beschäftigt seitdem die Gemüter. Über Politik und Moral nicht nur, aber auch über den Fall Bötticher will ich heute sprechen, unter anderem mit Karin Prien. Karin Prien ist Bürgerschaftsabgeordnete der CDU-Fraktion. Wenn ich das so sagen darf, eher vielleicht dem konservativen Flügel der CDU zuzurechnen. Die Schulden mit dem Kopf hören Sie nicht so gern? Sehe ich persönlich nicht so. Sehen Sie so. Ein bisschen anders so. Wird aber so kolportiert, also dann bilden sich, bilden sich die Zuschauer deine eigene Meinung. Ihre Bewerbung zum Landesvorsitz scheiterte vor ein paar Wochen, sind aber Beisitzerin auch im Landesvorstand. Herzlich willkommen in dieser Runde. Katharina Fegebank, Mitglied der Bürgerschaftsfraktion, Landesvorsitzende der Partei. Eine Partei, die individuelle Liberalität und Toleranz großschreibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine gewisse Rigorosität, eine manchmal zutage tragende Attitüde, die so ein bisschen heißt, wir sind doch die besseren Menschen. Schauen wir mal, was das Ganze auch mit Moral zu tun hat. Herzlich willkommen. Hallo. Matthias Petersen, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, ehemals Landesvorsitzender in Hamburg, jetzt Vorsitzender des Haushaltsausschusses, ein Politiker, der durch einen kriminellen Akt jenseits jeglicher politischer Moral um eine Spitzenpolitikerkarriere gebracht wurde. Stichwort Stimmenklau, da wird man sich in Hamburg dran erinnern. Aber auch die anschließende Reaktion seiner eigenen Partei hält politisch-moralischen Ansprüchen wohl kaum stand. Soweit als Begrüßung eine Wertung von mir. Herzlich willkommen in dieser Runde. Und Jens Meyer-Wellmann, stellvertretender Redaktionsleiter der Welt Hamburg und der Welt am Sonntag in Hamburg, bekannt für spitze Formulierungen, nicht nur in seinen Artikeln in der Welt bzw. der Welt am Sonntag, sondern auch in seinem Internetblog, den ich den Zuschauern von Hamburg 1 an dieser Stelle mal wärmstens ans Herz lege. Herzlich willkommen in dieser Runde. Noch nicht volljährig gewesen ist. Muss Politiker akzeptieren, dass an ihn andere, in der Regel dann höhere moralische Maßstäbe angelegt werden, als an den natürlichen Otto-Normalbürger? Ja. Er muss also Vorbild sein. Das sollte er schon, ja, auf jeden Fall. Und das heißt also, dann die Konsequenz des Rücktritts aber auch eine richtige ist. Weil die höheren Maßstäbe hat er dann offensichtlich nicht erfüllt. Ja, also ich weiß nicht, ob wir da so in die Einzelheiten gehen sollen. Wie gesagt, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er dazu gestanden hätte. Wenn er gesagt hätte, okay, ich liebe diese Frau und ich möchte mit dieser Frau zusammenleben. Und wenn das mich meine politische Karriere kostet, dann ist das so. So. Glaube ich, das hat er nicht getan, sondern er hat da irgendwie einen Strich gemacht, und hat, als er sah, oh Gott, das könnte meine Karriere gefährden. Das fand ich, ging nicht. Ich glaube, es geht auch noch um, also machen Sie ich würde gerne nur eins noch dazu sagen, ich will ein bisschen die Politik vor sich selbst in Schutz nehmen. Ich persönlich als Außenstehender jetzt, der nicht in der Politik aktiv ist, würde mir niemals einen Politiker als Vorbild für meine Lebensführung nehmen. Ich erwarte von einem Politiker, dass er das Gemeinwesen gut organisiert im Sinne einer Volksvertretung und dass er einen Staat lenkt, aber nicht, dass er ein Kloster leitet. Und ich würde auch niemals einen Politiker als Vorbild für alle möglichen anderen Sachen nehmen, nicht für die Art, wie ich Auto fahre oder wie ich mit Geld umgehe oder geschweige denn für irgendwelche sexuellen Geschichten. Warum glauben Politiker eigentlich von sich selbst, dass sie so eine Vorbildfunktion in allen Bereichen haben sollen? Das verstehe ich gar nicht. Weil das uns natürlich von den Medien auch ein Stück weit angetragen wird. Also das finde ich.
gesprochen. Möglicherweise nicht von Ihnen. Ich will Sie da jetzt nicht ausnehmen, aber ich will Sie da jetzt auch nicht in den Fokus stellen. Aber das finde ich dann ein bisschen naiv zu sagen, dass dafür Politiker und Politikerinnen keine anderen Maßstäbe gelten würden. Ich sehe das da ähnlich wie Herr Petersen. Für uns gelten die gleichen Rechte und trotzdem erwartet man von uns doch Bill Clinton mehr. Ist Präsident geblieben. Erwartet man von uns doch mehr, gerade was in diesem nicht so richtig definierbaren im Bereich der Moral auch vonstatten. Aber dieses Auseinanderhalten von Privatem und Politischem, ist das nicht irgendwie, das kann man irgendwie fordern, aber das funktioniert natürlich im Bereich nicht. Ich glaube, das funktioniert heute weniger denn je. Denn wenn Sie mal anschauen, was den Menschen, Ihnen vielleicht nicht, Herr Meyer-Wellmann, aber was die Umfragen sind ja relativ klar. Glaubwürdigkeit und Authentizität, das sind Dinge, die heute wichtiger sind für viele oder für eine Mehrheit der Bürger als Kompetenz zum Beispiel. Und Glaubwürdigkeit und Authentizität haben natürlich was zu tun, auch mit dem Privatleben, was ich führe. Und Wasser predigen und Wein saufen ist mit Authentizität und Glaubwürdigkeit eben nicht vereinbar. Insofern ist meine persönliche Lebensführung oder die persönliche Lebensführung eines Politikers dann eben doch auch aussagekräftig für das, was von ihm als Politiker gehalten. Das gilt aber nur für einen Politiker, der sich hinstellt und sagt, er will ein ganz traditionelles Familienbild und dann ein ganz anderes Leben. So, und das da ist das Problem von Böttcher natürlich. Sie haben recht, Frau Fegemann, er stand natürlich schon auch für etwas konservativere Werte oder er hat versucht, diese Wertediskussion wieder zu beleben, was ich auch sehr dankenswert fand. Nur dann ist es natürlich klar, dass ich daran auch gemessen werde. Auf der anderen Seite finde ich, dass die Tradition, Herr Meyer-Wellmann, die es ja in der Bundesrepublik lange gab, über das Privatleben von Politikern zumindest sehr zurückhaltend zu berichten, dass das eine gute Tradition war und ist. Und dass wir diese amerikanischen Verhältnisse, diese doch sehr bigotten Verhältnisse, dass wir die nicht bekommen sollten. Insofern glaube ich aber, was Sie vorhin gesagt haben, Frau Prien, dass es um Authentizität geht und dass deswegen das Private da reinspielt. Ich glaube, ehrlich gesagt, und auch am Fall Böttcher können wir ablesen, dass es war gar nicht die veröffentlichte Meinung, die Kommentarlage gegen ihn. Es gab auch nicht irgendwie im Internet einen Riesensturm. Ich glaube, es war wirklich eher parteiintern. Vielleicht hat die FDP eine Rolle gespielt. Das war wirklich ein Beispiel dafür, dass sich die Öffentlichkeit gar nicht so empört hat über den Fall. Und ich glaube, dass man Politiker als Öffentlichkeit viel weniger an solchen Sachen misst in den letzten Jahren. Das nimmt eher ab. Ich glaube, was viel wichtiger ist, damit ein Politiker authentisch rüberkommt, ist, dass er nach der Wahl macht, was er vor der Wahl verspricht. Ja. Und da hat Politik ein viel größeres, möglicherweise moralisches Problem. Wenn Sie hingehen und sagen, Merkel-Steuer, wir machen keine Mehrwertsteuererhöhung, und dann machen Sie statt 2 sogar 3 Prozentpunkte. Wenn Sie sagen, wir machen keinen Moorburg, mit uns gibt es das nicht, und dann gibt es mit Ihnen Moorburg, etc. etc. Ihre Partei hat sowas sicherlich auch schon mal zu verantworten gehabt. Das finde ich moralisch viel verwerflicher und auch für die Allgemeinheit im Übrigen ja viel relevanter, als ob irgendeiner sich in eine 16-Jährige verliebt. Sam Özdemir hatte mal einen großen, oder zumindest einen groß gemachten Skandal irgendwie am Hals, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist offensichtlich vergessen. Die Partei hat es ihm offensichtlich verziehen. Das war richtig nicht in Ordnung, was da gelaufen ist. Man hat immer die Chance, zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob man immer die Chance hat. Man wird zurückgeholt, wird von der Partei zurückgeholt oder von dem jeweiligen Landesverband, in dem man aktiv ist. Ich denke, wenn man dann wieder da ist, dann ist man auch politisch wie moralisch auch rehabilitiert. Und im Fall Cem Özdemir sehe ich das hundertprozentig so. Es gibt ja diesen Spruch, weil man Politik ist ein sputziges Geschäft. Finden Sie, dass das stimmt? Nee. Ich finde, das ist ein... Das ist ein gängiges Vorurteil und Politiker zu beschimpfen ist Volkssport vielleicht noch ein bisschen schlimmer geworden durch Internetforen und Kommentarfunktionen. Und ich glaube, da tut man den Politikern Unrecht, weil natürlich gibt es auch Politiker, die Mist bauen und die sich irren und die Fehler machen und wie in allen Berufsgruppen. Aber Politik ist auch ein sehr anstrengendes Geschäft. Politik ist in Deutschland auch ein Geschäft, was nicht besonders gut bezahlt ist. Vergleichsweise nehmen Sie mal, wenn Sie das Gehalt der Bundeskanzlerin vergleichen mit irgendwelchen Top-Managern, dann ist das, also ich finde nicht, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Politik ist ein schwieriges Geschäft. Und es ist gut, dass die Öffentlichkeit, die Medien, aber auch von mir aus Internetgemeinden drauf gucken, dass da nichts schief läuft. Also da würde ich gerne mal einhaken, denn das ist schon eine Beobachtung, die ich jedenfalls im Moment mit großer Sorge mache, dass die Lust, die anonymisierte Lust im Internet auf Politiker einzuschlagen und auch die Rigorosität, mit der dann Kampagnen verfolgt werden gegen einzelne Politiker, das ist schon erschreckend. Und das ist jedenfalls ein Zeichen für ein nicht existierendes oder kaum noch existierendes Sozialprestige, was Politiker haben und eine fast verachtete
verachtende Haltung. Und die ist tatsächlich, meine ich, unangemessen. Klar gibt es schwarze Schafe und es gibt auch Leute, die verhalten sich nicht gut. Aber das ist schon extrem. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem. Im Internet ist sowieso, da wird mal schnell was kommentiert. Dass die Stimmung schneller aufgeheizt. Ich glaube aber, dass sich dieses negative Image von Politik nicht an diesen Privatgeschichten festmacht, sondern an dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir, Sie haben eben gesagt, also nicht nur Moral, sondern auch politische Grundwerte müssen zählen. Gerade in dieser Zeit merken wir, wenn wir nur mal die Bundesregierung uns angucken, aber wenn wir uns auch angucken, von wo nach wo Ole von Beuys politisch in Hamburg gegangen ist, dass das so flexibel geworden ist, dass diese Grundwerte eigentlich gar nicht mehr erkennbar sind. Heute sind wir für die Verlängerung der Laufzeiten bei den Atomkraftwerken, morgen sind wir dagegen. In der Europapolitik ändert sich alles von vorne bis hinten, weil in der Finanzkrise. Es ist so, dass man als Bürger gar nicht mehr genau weiß, für was steht eigentlich ein Politiker. Der verspricht mir das, macht das Gegenteil. Und das macht das Image der Politiker, glaube ich, beschädigt es eher, als irgendwie, wenn der eine oder andere eine private Affäre hat. Das meine ich so ein bisschen mit diesem inneren Kompass. Dass man in der Lage ist, eine Orientierung zu geben. Auch wenn es eine strittige Orientierung ist, an der man sich dann abarbeiten kann. Aber das ist, glaube ich, entscheidend und trägt dann auch maßgeblich zu Glaubwürdigkeit und Vertrauen und Authentizität bei. Thank you.